Stefanescu für GMP1TV in diesem Fall mit Mert Özildirim, der sich gegen Michael Riesch gerade durchgesetzt hat. Wirklich beachtliche Leistung, besonders in der zweiten Runde hast du ordentlich aufgedreht. Gib uns vielleicht dein Resümee, wie hast du die erste Runde vernommen und später dann eben diese entscheidende zweite? Also die erste Runde war wirklich so, ich wollte im Stand bleiben. Ich habe ja auch schon im Interview angekündigt, dass ich viel da gemacht habe, viel trainiert habe, viel Neues für mich entdeckt habe. Und ich wollte es ausprobieren, aber es kam halt dauernd der Clinch und bin auch auf dem Boden gelandet, soweit ich mich noch erinnere. Ja, und habe mir dann in der zweiten Runde dann aber im Stand ein paar gute Treffer gelandet, er auch. In der zweiten Runde, aber als der Takedown doch immer ein bisschen leichter war, habe ich mir gedacht, komm, go for it. Ist ja cool, wenn man ihn leicht bekommt, dann passt das ja. Warum drauf verzichten? Ja, hat geklappt am Boden, aber diese Arm-Triangle, die du angesetzt hast, war dir klar? Also du hast die, glaube ich, erst auf die linke, dann wieder auf die rechte verschoben. War dir klar, dass die so richtig saß? Er hatte nämlich seine Hand kurzweilig einen Daumen hoch gezeigt und kurz darauf musste er schon abklopfen. Es war so, in der ersten Runde hatte ich ja schon Arm-Triangle und in der zweiten dann zweimal. Und ich habe echt gemerkt, dass ich da sehr, sehr schnell bei ihm reinkomme, weil er immer so eine bestimmte Escape-Weise hatte. Die waren eigentlich alle drin. Schon in der ersten Runde war er drin. Ich habe mir nur gedacht, ich komme nicht raus aus der Halfguard. Ich hatte das Gefühl, dass ich in der Halfguard war. Ich bin nicht rausgekommen. Dachte mir, bevor ich jetzt, und er ist ja auch in der ersten Runde frisch, bevor ich jetzt alles da rein verpulver, lasse ich es lieber nochmal, komme vielleicht nochmal. Später kam es nochmal und da habe ich auch gemerkt, am Anfang wieder reingedrückt, nicht rausgekommen aus der Halfguard. Gemerkt, dass sein Atem immer dünner wird. Also man hört ja dann dieses und dann weitergezogen. Ich muss sagen, gegen Ende, ich hätte es vielleicht noch 8 Sekunden halten können und dann wäre bei mir auch die Luft raus gewesen. Okay, es hat aber gereicht zum Thema die Luft raus. Es hat ja ein bisschen länger gedauert, bis du wieder kämpfen konntest. 2017 haben wir dich das letzte Mal unter anderem bei GMC gesehen. Was hast du in der Zwischenzeit, sage ich mal, gemacht, im letzten Jahr so ungefähr? Und hast du vielleicht was Neues für dich entdeckt, wie du dich aufs Training konzentrieren kannst zu dieser, ich sag mal, schweren Zeit in puncto Corona und so weiter? Also nach der Niederlage, ich glaube 2018 war die. Genau. 2018 nach der Niederlage. 2017 hast du noch bei GMC. Genau, da habe ich noch bei GMC am Ende. Dann hatte ich im April dieses Jahr drauf meine erste Niederlage. Und da habe ich wirklich mal 2-3 Monate Auszeit gebraucht. Da habe ich auch echt wenig gemacht. Anschließend hat es eigentlich direkt bei mir wieder angefangen. Wieder ganz klassisch, viel Kampfsport. Wieder ein paar Kämpfe angesetzt, alles abgesagt. Und ja, jetzt seit neuestem habe ich es endlich mal hinbekommen, dauerhaft im Training zu bleiben. Also seit 10 Monaten ist bei mir keine Unterbrechung und das liegt halt auch daran, dass ich andere Sachen auch gefunden habe, die mir echt Spaß machen. Also ich tanze mit meiner Mädelsgruppe, ich glaube, das wurde hier schon zweimal erwähnt, das ist jetzt schon das dritte Mal. Nochmal vielen Dank. Ja, da merkt man halt, dass es einem einfach die Bewegung wieder Spaß macht und mehr man an Kampfsport wieder viel mehr Freude hat, weil dann nicht alles immer so verbissen ist, ich muss ins Training, ich muss was machen. Das kann ich jedem nur empfehlen, sucht euch noch andere Hobbys, wo ihr ab und zu mal Zeit rein investiert. Ja, klasse. Du hast die Freude wiedergefunden zum Kampfsport. Auf der anderen Seite GMC. Du hast zweimal erfolgreich dort gekämpft. Jetzt heute das dritte Mal auch wieder erfolgreich bei GMC. Spielst du dann vielleicht schon mit dem Gedanken, in einen Titelkampf demnächst rein schnuppern zu wollen? Also ich nehme das, was kommt. Wenn Dennis für mich geplant hat, einen Titelkampf, dann mache ich ihn. Wenn für mich was anderes geplant ist, mache ich ihn. Ich bin nicht so verbissen, dass ich sage, ich will Gold haben, ich will den Titel haben. Ich kämpfe, weil es mir auch wirklich Spaß macht. Ich kämpfe auch, weil ich ein Ziel verfolge, weil ich hochkommen will. Das Ziel wird früher oder später kommen. Ob es morgen ist, ob es der nächste Kampf ist, ob es in 4 Kämpfen ist. Ich bleibe dran und ich nehme das an, was kommt. Wunderbar, dann fragen wir auch gar nicht weiter. Scheint ja ein bisschen persönlich zu sein. In diesem Sinne, danke, dass du die Zeit genommen hast. Vielen du hast Dank, das 2:0 heute quasi festgemacht für Deutschland gegen Österreich. In diesem Sinne gratuliere und dann hoffen wir, dich ganz bald wieder in Aktion zu sehen. Danke, Mert. Vielen, vielen Dank, Elias. Dankeschön an alle fürs Einschalten und danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.